die mediale und gesellschaftliche Debatte rund um Fridays for Future hat sich ganz, ganz stark verändert. Die ersten Berichte, die ganz viel sich um die Frage gedreht haben, warum schwänzen die eigentlich? Dann ganz viel Fragen rund ums Thema, was sagen deine Eltern, deine Lehrer? Ernährst du dich eigentlich vegetarisch und bist du schon mal geflogen? Das heißt, es war für uns gerade am Anfang eine krasse Erfahrung zu sehen, wie sehr man auf eine sehr offensive Art ignoriert werden kann. Und das Ganze hat sich das erste Mal ein bisschen geändert, als wir zur Kohlekommission gestreikt haben. Man hat ganz klar gesehen, als wir die Forderungen veröffentlicht haben, dass wir zum ersten Mal die Debatte proaktiv von uns ausgehend aus verändert haben. Und plötzlich wurde über Inhalte gesprochen. Und da hat Fridays for Future natürlich seinen Anteil schon daran gehabt. Menschen aus allen Städten kamen zusammen und überlegten sich, wie heizen wir die politische Klimadebatte noch weiter an. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie bei einem Klimakabinett sind, was immer wieder vertagt wird. Ja, wir finden euch gut, wir mögen euer Engagement, aber dann soll endlich bitte mal was passieren. Christian Lindner hat sich zu Wort gemeldet zum Thema Klimastreik und hat Folgendes gesagt. Ich bin für Realitätssinn. Von Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. Ja, sollte man Profis überlassen. Die Profis sind ja im Prinzip wir und wir in der Forschung warnen schon seit 20 oder 30 Jahren intensiv vor den Klimafolgen und wir sagen auch, was wir machen müssten. Die Politik hat das im Wesentlichen komplett ignoriert und wir haben es auch nicht geschafft, dieses Thema wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist das, was die junge Generation in den letzten Jahren oder Monaten jetzt einfach wirklich erreicht hat, dass wir in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutieren, dass wir in den Nachrichten das Thema drin haben, permanent, und dass also sich keiner mehr vor dem Problem Klimawandel verschließen kann. Und das ist eine enorm große Leistung. Es geht darum, dass sich nicht mit uns auseinandergesetzt wird, sondern mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit deren Inhalten. Und irgendwie sehen wir das momentan bei keiner der politischen Kräfte, dass da konkrete Fahrpläne bestehen. Und dann kam die Kohlekommission. Sie war dabei, unsere Zukunft zu zerstören. Leute sagten, dass ein Kohleausstieg 2038, 40 nötig wäre. Und wir waren entsetzt. Und so kam es, glaube ich, auch zu den ersten Schulstreiks in Deutschland. Und wenn man sich umdreht und von Horizont zu Horizont nur junge Menschen sieht, die für ihre Zukunft protestieren und die aus ganz vielen Ländern alle zusammengekommen sind, das hat mich richtig emotional getroffen. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Für das Klima kämpfen wir. Für das Klima kämpfen wir. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Erleben, Tag gemacht. Diese Bewegung zeigt, wie wahnsinnig divers und vielfältig wir sind und wie viel Menschlichkeit und Lebensfreude wir eigentlich noch haben. Und genau das sollte das sein, was unsere Zukunft bestimmt. Jetzt, glaube ich, sind wir an einem spannenden Punkt angekommen politisch, wo tatsächlich Richtungsentscheidungen gefällt werden müssen, wo man nicht sagen kann, so ja, wir ändern hier und da so ein ganz bisschen was und gucken, was mal rumkommt.
sondern wo tatsächliche Antworten gefordert sind. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Mondlandung. Und bevor die Amerikaner auf den Mond gegangen sind, hat sich John F. Kennedy vor das Volk gestellt und gesagt, wir wollen dahin fliegen, wir werden Geld bereitstellen, die Steuern erhöhen. Und dann gab es eine Riesenvision, keiner hat gemeckert. Und ich glaube, dass wir mit diesem gleichen Elan den Klimaschutz durchsetzen müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in wenigen Jahren, wenn wir zurückblicken, viele sagen, boah, das ist gar nicht machbar. Und zum Schluss haben wir es dann doch erreicht.